So, da sind wir bei Resident Evil, weiter geht's. Wir sind immer noch im Untergrund, halbtot, aber fresh wie immer, deswegen gucken wir, dass wir aus allem möglichen Ärger rausbleiben und einfach nur gucken, dass wir schnellstmöglich durchkommen und ja, leben am allerbesten, weil ich kann nichts mehr einstecken. Ich kann definitiv nichts mehr einstecken. Ich bin... Komm, die lasse ich einfach mal liegen. Die Kollegen interessieren mich mal gar nicht da hinten. Oh je. Sie haben sie geöffnet. Oh Gott, ich hoffe, ich komme da so durch, wie ich mir das vorstelle. Weil, sonst muss ich einen schönen Schnitt reinbauen, weil ich dann Jorn nochmal besiegen muss. Oh je. Ein Gefrierschrank. Der war schon lange nicht mehr in Betrieb. Wow, so habe ich das Wort noch nie getrennt gesehen, auch nicht schlecht. Du lebst natürlich noch. So, jetzt aber nicht mehr. Zum Glück habe ich einigermaßen was an Beretta-Munition dabei. Das wäre sonst echt shitty. Shitty, shitty, shitty. Diesen Aufzug. Diesen Aufzug. Ah ja, natürlich. Ich dachte mir gerade, ich habe doch diese Aufzugtür schon mal gesehen. Wo ist die noch? Die ist neben dem Pianoraum. Wenn man vom Esszimmer in dieses Nebenzimmer geht, wo wir den ersten Zombie ganz am Anfang gesehen haben. In diesem Gang ist ja ganz am Ende der Pianoraum und da ist auch dieser Aufzug. Und ich schätze einfach mal, das ist die gleiche Höhe. Ich habe auch eine Karte, aber da schaue ich jetzt erstmal nicht drauf. Mist. Komm, genau zwischen dem Bereich, wo der Screen sich wechselt. Echt jetzt? Wow, cool. Das ist dunkel, ich sehe nicht, ob du stirbst. Das ist nicht gut. Sag was. Okay. Oh, du lebst noch. Oh Gott. Oh Gott, da ist noch einer. Oh, shit. Ich bin ja so tot, wenn ich jetzt getroffen werde. Oh, da ist noch einer. Oh, ist das wunderbar. Viel mehr Zombies, als ich in Erinnerung hatte. Oh, Mann. Stirb bitte schnell. Bitte stirb einfach nur. Stirb einfach nur, ohne was zu tun. Ach, du Bullshitter. Ich bin so weit entfernt, verdammt. Ja, geht doch. Diese Zombies mit dem weißen Hemd, die sind irgendwie, keine Ahnung, das sind die Schwächeren von denen allen. Aber die mit dem grünen Hemd, das sind voll die Pisser, Mann. Ja, gib mir Dummdummgeschosse. Ja, hier. Was ist da drinne? Irgendwas Hilfreiches vielleicht? Was zum Teufel ist das? Magnumgeschosse. Warum eigentlich nicht? Ich muss nur gucken, dass ich auf jeden Fall Platz lasse, falls es hier Munition gibt oder Heilung. Sie wurden schon lange nicht mehr benutzt und sind staubig. Wow, die Art, wie sie hier Worte trennen, verwirrt mich aber schon extrem teilweise. Eine Menge Bücher. Holy shit, ein Haufen an Büchern. Ist wahrscheinlich so eine Bibliothek, denke ich mal. Whoa, fuck. Oh mein Gott. Ich glaube, so knapp war ich noch nie am Tod. In dem Spiel bisher, in dem Let's Play. In dem Spiel sicherlich schon, aber in dem Let's Play jetzt noch nicht. Oh mein Gott, der hat uns ja schon fast gebissen gehabt. Also, das war ja schon fast aus. Das sah ja schon echt schlecht aus gerade. Aber die Reaktionen, Mann. So langsam wird es knapp mit allem. Und jetzt ist eben wieder so mal ein Teil bei Resident Evil, wo dieses Survival-Feeling total aufkommt. Und das finde ich richtig geil. Das ist bei den neuen Survival-Horror-Games leider absolut teilweise... Also, manche natürlich, aber es gibt nicht mehr so viele. Deswegen, ja. Oldie, but Goldie. Sammelmappe. Raccoon Times. Angriff durch Asso. Okay, das sind jetzt Zeitungsausschnitte. Könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt, ja, stoppen und euch durchlesen. Das sind im Prinzip ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte, was in Raccoon City in der letzten Zeit passiert ist, im Umkreis von dem Herrenhaus. Das heißt, also, die sind natürlich auch ausgebrochen, die Infizierten. Anders als im Film Resident Evil zum Beispiel, wo es ja eigentlich im Prinzip in eine komplett andere Richtung geht. Aber ist auch völlig egal.
ja, in Raccoon City ist ziemlich viel Shit passiert, hat man auch am Anfang im Intro gehört. Und das sind eben jetzt Berichte gewesen. Zeitungsausschnitte, denke ich, waren es auch. Es war, glaube ich, aus der Zeitung. Ja, klar, Raccoon Times, hehe. Die eben das nochmal beschrieben haben, oder wo man nochmal dann sieht, genauer, was passiert ist, was man gefunden hat und so weiter. Wow, okay, hieran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Oh, oh, oh Gott, ein Farbband gibt es hier, eine Schreibmaschine? Bitte sag, dass es eine Schreibmaschine gibt hier. Oh, das ist irgendwie so ein Trollraum. Ist das eine Schreibmaschine hinten gewesen, verdammt nochmal? Naja, gut, okay, auch nicht schlecht. Aber so, nicht. Wo ein Farbband ist, ist so eine Schreibmaschine meistens nicht weit. Random, an den Raum kann ich mich ja mal gar nicht mehr erinnern. Von hier aus kann ich den Hof überblicken. Von hier aus kann ich den Hof überblicken. Ein Helikopterlandeplatz. Vielleicht kann ich die anderen von dort erreichen. Oh mein Gott. Scrollt es langsam. Okay, Heli-Landeplatz. Ja, das ist schon mal eine gute Aussicht, aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Und in deiner momentanen Verfassung, gebe ich dir nicht mehr so lang, glaube ich. Vor allem, wenn nochmal sowas passiert wie gerade mit dem Zombie. Der hat ja schon an dir rumgenuckelt, also sorry. Dass es überhaupt noch funktioniert hat. Wow. Da hat das Adrenalin aber mal kurz gepumpt, mal ganz ehrlich. Gott, ist hier irgendjemand? Ist hier eine Heilpflanze? Viel wichtiger. Ich weiß nämlich nicht mehr wirklich, ob es hier Gegner in dieser Bibliothek gibt. Das ist das riesen Problem, das ich hier gerade habe. Oh. What? Ja, komm. Mach mal. Oh, okay. Hier hat etwas gelegen. Achso, hier gibt's. Moment, da gibt's noch. Ach, die Statue. Genau. Die Statue, da war was. Moment, aber ich guck erstmal hier. Achso, kann ich. Okay. Moment mal. Kann ich da rein? Oh ja. Ah, alles klar. Ich verstehe. Das wäre hier. Okay. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Also, jeden Nebenraum kenne ich jetzt nicht mehr. Vor allem weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie. Ob das noch zum Hauptquest. Quest in Anführungszeichen gehört. Voilà. Zeug. Schön. Was haben wir denn hier Feines? Modiskette. Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Aber ich brauche diese Modiskette auch nicht. Soweit ich weiß, brauche ich diese Modiskette auch gar nicht. Ansonsten bin ich in den Arsch gekniffen und muss nochmal zurückrennen. Aber ich lasse sie jetzt erstmal hier. Euch diese Modiskette. Ah, ich nehme sie mit, verdammt. Klar nehme ich sie mit. Ich kann sie noch nicht einfach hier liegen lassen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Klingt wichtig, deswegen, ja. Ich hätte einfach die Revolver-Munition liegen lassen, weil den werde ich eh so gut wie nicht benutzen. Das war blöd. Das war blöd. Vor allem, man kann halt nicht einfach mal Sachen droppen. Das geht hier einfach noch nicht. Das ist dann auch so ein bisschen die strategische Komponente, die Resident Evil mit reinbringt, so. Teil dir deinen Platz ein, Junge, weil du hast keinen. So in der Art und so ist es auch noch. Oh je. Okay, wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus. Killen wir den Zombie links? Killen wir den Zombie links? Ja, wir killen den Zombie links. Müsste ich jetzt nicht unbedingt machen. Das ist auch so ein Bullshitter wieder, oder? Ja. Ist es. Gut, jetzt müsste es aber doch mal gewesen sein, oder? Ja, der ist tot. Der ist tot. Das ist ganz schön, dass es hier Auto-Aim gibt, im Prinzip. Daran kann man eigentlich auch ein bisschen erkennen, ob sie noch leben oder nicht, weil... Oh, oh Gott! Nein! Nein! Oh nein! Oh... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Verdammt nochmal.
ich weiß, dass hier noch einer ist. Komm vor, wo ich dich sehen kann. Na super. Naja, nee, nee, so ist nicht gut. Zack. Oh, du bist ein Bullshitter. Ich sehe es doch schon. Du hast beim letzten Mal nicht geblutet, also bist du auch nicht tot. Ist einfach die Resident Evil-Erfahrung. Wenn er nicht blutet, ist er nicht tot. Okay. Willkommen im verdammt nochmal Survival-Horror. Unglaublich. Wir haben... Wie viel haben wir denn noch? Wow. Nicht mehr viel haben wir, verdammt nochmal. Aber mal... Oh, verdammt. Und hier ist die Batterie, die ich brauche. Okay. Dann muss ich das jetzt anders handhaben. Ich muss jetzt erstmal zu einer Kiste zurück, auf jeden Fall. In irgendeinen Speicherraum in der Nähe. Wo ist der nächste Speicherraum? Ich habe natürlich jetzt hier keine Karte davon, oder? Okay. Okay, wo ist... Okay, das ist hier. Da liegt grünes Kraut, Mann, und ich hab's voll übersehen letztes Mal, weil es einfach so scheiße dunkel ist. Sorry, aber es ist wirklich scheiße dunkel. Hier kann man es wirklich mal sagen. Und hier liegt auch ein Haufen an Kraut rum, einfach nur. Und hier fiesten sie wieder an einem Typen rum. Ich lasse euch jetzt einfach mal hier. Nein! Verdammt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin so am Arsch einfach nur. Geh drauf. Komm, 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 komm. Ich weiß, du willst mich auch, deswegen komm. Hol's dir einfach. Hol's dir. Hallo? Ich bin vorsichtig, ich gehe mal lieber nicht darunter. Diese tolle Kameraperspektive hilft mir nicht wirklich zu sehen, wo er ist. Kommt der jetzt überhaupt mal? Oh, Alter. Der lebt auch noch. Hallo, hier bin ich. Okay. Hallo? Da ist er. Da ist er. Jetzt ist er da. Oh mein Gott. Hat aber auch gedauert. Er hat den Weg nicht gefunden. Ja. Du bist auch so ein Bullshitter, Mann. Warum seid ihr alle solche Bullshitter? Stirbt doch einfach, wenn man euch mit Kugeln vollpumpt. Er war der Schlechteste in der Zombieschule. Verdammt, und man kann nichts ablegen. Man kann nichts ablegen. Kann ich hier irgendwie was kombinieren oder wegschmeißen? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das ist doch natürlich. Und bin ich da noch nicht vorher noch nicht drauf gekommen? Haha. Inventarplatz. Das darf ich nur der nicht treffen und dann kann ich mir da vorne Kräuter holen, endlich. Oh. Ein Licht am Ende des Tunnels, Leute. Oh mein Gott, ein Licht am Ende des Tunnels. So, kann ich mich erstmal mit Kräutern vollstacken. Und wenn ich die verbraucht habe, die Batterie gleich noch mitnehmen. Das ist gut, das ist gut. Oh, so kann sich das Blatt wenden innerhalb von einer Minute. Wahnsinn. Ich möchte es gleich essen einfach. Du musst es nicht mal mitnehmen. Steckst du einfach im Mund und kaust oder reibst auf die Wunde. Was machen die mit diesen Kräutern? Frage ich mich immer noch. Essen die oder reiben die auf die Wunden? Ist auch so eine unbeantwortete Resident Evil-Frage irgendwie. Ich meine, im fünften haben sie es eh. Ich weiß nicht, ob es im vierten auch schon war. Kann mich gerade nicht mehr wirklich an das Game erinnern. Auch wenn ich es irgendwie zweimal durchgespielt habe. Weil da ist nicht viel hängen geblieben beim vierten. Das war irgendwie, fand ich jetzt nicht so der ultimative Teil. Aber am fünften haben sie es ja eh dann total verkackt. Da sprühen die sich die Pflanzen auf. Ja, ist in Ordnung. Du pflückst eine Pflanze und dann sprühst. Alles klar, verstehe.
Eine Batterie. Jetzt kann ich den Aufzug im Hof in Betrieb setzen. Jawohl, jawohl, genau deswegen nehme ich die mit. Und jetzt aber schleunigst raus hier. Deswegen die Frage, kommt für mich die Frage auf, oder wie seht ihr das? Das interessiert mich jetzt mal. Was machen die in den, oder wie haben die sich das in den ersten Teilen vorgestellt mit den Pflanzen? Essen die Teile, rauchen die den Scheiß oder schmieren die sich damit die Wunden ein? Gute Frage, also ich schätze einfach mal, am sinnvollsten wäre es, wenn sie die Pflanzen auf die Wunden reiben. Würde ich jetzt mal sagen, das wäre so das Sinnvollste, was sie machen können eigentlich. Schreibt einfach mal, was ihr denkt. Ihr könnt auch mal was komplett Absurdes einfach schreiben. Würde mich auch mal interessieren, was da so rauskommt. Irgendwie sie schieben sich in die Nase und hämmern uns mit dem Pflock hinterher, oder was weiß ich nicht. Seid kreativ. This is very true. Okay. Oh Gott, was bist du nochmal? What? Ex-Mensch? Was kommt da auf mich zu? Ach so, okay. Ich dachte schon was Ernstes. Du bist ein Bullshitter, aber ich renne an dir vorbei, weil ich hier nie wieder hin muss. Vor allem will ich nicht so viel Kugeln vergeuden, weil ich jetzt nur noch 10 drin habe, glaube ich. Müssten 10 sein. Das ist nicht genug. Weil ich kein Messer dabei habe. Verdammt, ich habe kein Messer dabei. Ich habe gar nichts dabei. Nichts. Einfach gar nichts. Ich gehe mal da lang. Oder soll ich da lang? Ich guck mal rein, ob ich da überhaupt rauskomme. Ah, alles klar. Okay, das war diese Tür. Diese Tür, wo verschlossen war, wo die drei Typen drin waren, wo wir... Wie, was? Der Aufzug hält nicht in dieser Etage? Hä? Okay, dann gehen wir durch die Tür durch. Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem Aufzug wieder runter müssen. Falsch gedacht. Ach, hier sind wir. Natürlich hier so... Oh, holy shit! Na, Hunter. Ich bin weg, Mann. Aber sowas von weg bin ich. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass diese Viecher immer jetzt im kompletten Haus rumstreifen hier. Das ist mir noch nicht so ganz geheuer. Wie gesagt, das sind neben den Spinnen und Jorn definitiv die Gegner, die ich denen ich nicht so gerne begegne. Aus dem einfachen Grund, die brauchen viel zu viele Kugeln, bis sie draufgehen. Und ja, die sind einfach auch übel stark. Das ist das Problem. Die können ja einfach mal den Kopf abreißen. Ja, ich möchte bitte speichern. Nach der Action möchte ich jetzt wirklich erstmal speichern. Oh yeah. Haupthalle. Fifth Floor. Sehr gut. Und da wir schon am Anfang gelernt haben, dass diese Halle scheinbar sicher ist, wird Jill sich jetzt genau hier auf diesen Teppich hinlegen und ein Nickerchen machen. So, erstmal ein bisschen drehen wie eine Katze und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein! Dreh dich!